Hallo, hier ist wieder Sergio Hölbel von der Firma Andrea Wohlbring. Ich zeige euch heute die nächste Töpferscheibe. Und zwar ist es diesmal die Schimpo RK3D. Jetzt werden die meisten sagen, oh, kenne ich schon, ist ja schon uralt. Nein, es ist eine neue Scheibe, im Grunde in einem alten Gewand. Die Firma Schimpo gibt es schon sehr lange Zeit und die haben früher diese kleinen, putzigen Töpferscheiben hergestellt. Damit sind sie berühmt geworden und sie haben so viele verkauft, dass wenn ihr jetzt irgendwo einen Film seht oder in irgendeiner Töpferwerkstatt seid, ist es meistens eine alte Schimpo-Scheibe. Filme wie zum Beispiel Nachricht von Sam, Ghost, da ist es zum Beispiel eine Schimpo-Scheibe, aber das Vorgängermodell. Und die Firma Schimpo hat was ganz Kluges gemacht und hat den neuen Motor, der gleiche Motor, der ist übrigens in der Schimpo RK3E drin mit 400 Watt, also mit wirklich viel Kraft, vor allem mit sehr viel Zentrierkraft, hat die in ein altes Gewand gesteckt, um den Wiedererkennungswert zu schaffen. Ja, und somit ist es entstanden. Und das Geniale bei der ganzen Sache ist, dass es wieder der gleiche leise, super leise Motor ist wie bei der RK3E. Es ist wirklich fantastisch, dem zuzuhören. Zunächst zeige ich euch mal die Vorzüge, die vielleicht die meisten von euch schon wissen, wenn sie schon mal einen Töpferkurs gemacht haben oder selber so eine alte Scheibe haben. Wie immer eine abnehmbare Wanne. Ganz einfach, ist ganz super praktisch zum Saubermachen und ist eigentlich relativ dicht, also es kommt kein Wasser unten raus. Und dann haben wir noch das kombinierte Fußpedal mit dem Handpedal, was ganz praktisch ist, wenn man ganz wenig Gas geben muss, zum Beispiel zum Abdrehen, kann man das wunderbar schön dosieren, weil die meisten Leute natürlich in der Hand mehr Gefühl haben wie im Fuß. Ja, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Höhenverstellbar ist sie leider nicht. Rechts-Linkslauf hat sie natürlich, damit auch der Linkshänder damit drehen kann. Ja, das war's. Ich bedanke mich vielmals bei euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.